Vom Albtraum in den Albtraum und damit auch zurück zu Let's Play Alan Wake. Ja, ich bin gerade ein bisschen sprachlos, denn das mit dem Urlaub haben wir uns anders vorgestellt. Ja, wir sind zur Hütte gekommen, wir haben uns mit Alice gestritten und es scheint, als wäre Alice in den See gefallen. Aber irgendwas an der Geschichte stimmt nicht, denn als wir zu uns gekommen sind, waren wir hier. Da vermutet man eigentlich, dass das wieder einer von Alans Albträumen ist, aber... Wir bluten am Kopf und das ist irgendwie auch seltsam für einen Albtraum. Irgendwas stimmt hier nicht. Ja gut, aber Fakt ist, dass hier keine Menschenseele ist und wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir hier aus dem dunklen Wald rauskommen und Hilfe finden. Und das hier können wir untersuchen. Bei Alice Sachen war ein Buch, The Creator's Dilemma von Dr. Emil Hartmann. Das Buch erinnerte mich an meinen Streit mit Alice. Es gefiel mir nicht. Und der selbstzufriedene Typ auf dem Einband genauso wenig. Nee, da stimme ich dir vorbehaltlos zu, Alan. Das... So eine Art Grinsen mag ich auch nicht, so dieses arrogante... Die Stelle war meine Chance. Da könnte ich telefonieren. Es sah nach einer langen Wanderung durch den Wald aus. Ja, nach was auch sonst. Wir sind ja hier schließlich bei Alan Wake. Und schon wieder diese Krähen. Ah, das gefällt mir nicht so. Na gut, aber wir haben keine Wahl. Wow. Okay, scheiße. Bin ich froh, dass wir hier nicht mehr drin sitzen. Das hätte böse enden können. Naja, aber ich hätte jetzt auf jeden Fall gerne unseren Revolver wieder aus unserem Albtraum. Oder zumindest eine Taschenlampe. Das ist hier doch ziemlich ungemütlich. Aber uns bleibt keine Wahl. Was ist das? Hallo? Ist da jemand? Seiten? Manuskriptseiten, so wie es aussieht? Die losen Seiten gehörten zu einem Manuskript mit dem Titel Departure. Das war der Name meines nächsten Romans, den ich nie begonnen hatte. Ich sollte der Autor sein, war es aber nicht. Ich konnte mich nicht daran erinnern. Hier stand, dass der Held nachts im Wald von einem Axtmörder angegriffen wird. Was zum Teufel? Okay, wir haben Manuskriptseiten gefunden. Die können wir mit F5 aufrufen. Das machen wir auch gerade mal. Ja, die Manuskriptseiten sind quasi das, was wir hier im Spiel immer wieder finden können. Ja, dadurch, dass ich das Spiel jetzt schon ein paar Mal gespielt habe, sind die bei mir natürlich hier schon alle aufgezeigt. Wir gucken einfach mal in die ersten Seiten rein, die wir jetzt hier gefunden haben. Departure von Alan Wake. Genau, das ist unser Titelblatt. Und die hier haben wir auch gefunden, die schauen wir uns auch noch mal kurz an. Der Mann wandte sich mir zu. Sein Gesicht lag im Schatten. Es war schwer, ihn in der Dunkelheit des Waldes um uns zu erkennen. Die Axt, die er hochhob, war jedoch gut zu sehen. Auf ihr glitzerte das Blut seiner Opfer. Er grinste irre. Die Schatten lebten und verzerrten sein Gesicht. Eine Szene aus einem Albtraum. Doch ich war hellwach. Ja, die Situation kennen wir doch irgendwie. Und ja, ich würde sagen, ich versuche auf jeden Fall all diese Seiten zu finden. Das Problem bei Alan Wake ist so ein bisschen, dass das Spiel, wie ihr gesehen habt, an bestimmten Kontrollpunkten speichert. Das heißt, wenn wir an so einem Kontrollpunkt vorbei sind und wir haben davor eine Seite übersehen, dann lädt das Spiel frühestens ab dem Kontrollpunkt wieder. Das heißt, wir haben keine Möglichkeit, nochmal zu dem zu kommen, was davor passiert ist. Bitte, ich hatte einen Unfall. Das war doch so ein Besessener, oder nicht? Oder haben wir uns den jetzt eingebildet? Okay. Ja, gut, aber wie gesagt, ich versuche auf jeden Fall alle Seiten zu finden und die wir jetzt vielleicht nicht finden, da überlege ich mir jetzt irgendwas oder wie. Das schauen wir uns mal an. Hier unten ist Licht. Vielleicht müssen wir gar nicht bis zur Tankstelle. Die Lichter vor mir waren ein gutes Zeichen. Vielleicht musste ich nicht bis zur Tankstelle laufen, um mein Telefon zu finden. Genau, das war auch mein Gedanke. Das wäre natürlich fabelhaft. Weil das ist nicht wirklich gemütlich hier. Okay, hier haben wir wieder die wunderbare Steuerung. Oh.
das sieht aber auch nicht so gut aus. Hier will ich abends eigentlich nicht sein. Ich hatte einen Unfall. Was zum... Hören Sie, ich muss... Was zum... Stucky. Oh nein. Eine Anzahlung ist erforderlich. Das ist doch ein Besessener. Und fair. Shit. Und hier liegt eine Leiche. Und fehlt dir ein Arm? Ich will es gar nicht wissen. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Hier ist eine Manuskriptseite. Die können wir uns aber mal in Ruhe angucken. Warum nicht? Wake bekämpft einen Besessenen mit Licht. Der Besessene stand vor mir. Ich konnte mich nicht auf ihn konzentrieren, als stünde er in einem toten Winkel, wie bei einem Hirntumor oder einer Augenkrankheit. Er blutete Schatten, wie Tinte unter Wasser, eine Blutwolke von einem Haibiss. Ich hatte Todesangst. Ich drückte wie verrückt auf die Taschenlampe, um das Wesen davon abzuhalten, näher zu kommen. Plötzlich tat sich etwas und das Licht schien heller zu leuchten. Okay. Das klingt doch... Wow! Was zum Teufel? Das sieht nicht gut aus. Das scheint, als hätte das Dunkel Besitz von Stucky ergriffen. Und der ist jetzt hinter uns her. Scheiße, Ellen. Rein ins Licht. Ich weiß nicht, wohin wir sonst sollen. Rein da! Wow! Ich musste hier irgendwie raus. Der will uns... Stucky konnte jede Sekunde mit seiner Axt vor der Tür stehen. Wie Jack Nicholson in The Shining. Genau. Der hat nämlich vor, uns die Rübe abzuhauen hier. Aber wir haben einen Revolver und eine Taschenlampe. Das sieht gut aus und hier sind noch Batterien, die sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Aber was jetzt? Während ihres Aufenthalts. Stucky ist einer von den Besessenen. Oh. Ja, wir sind hier. Nein. Das war die Leitung. Scheiße. Und das Geräusch war jetzt nicht... Nein. Nein. Der Bagger. Ah, raus hier. Ach, du... Das gefällt mir ganz und gar nicht hier. Stucky ist einer von den Besessenen und ich glaube, wir müssen demnächst auch gegen Besessene kämpfen. Scheiße! Aber wir haben's ja gelernt. Komm, Freundchen, ich habe jede Menge Licht für dich. Und bam! Außerhalb eines Schießplatzes hatte ich noch nie geschossen. Und jetzt hatte ich jemanden getötet. Oder etwas. Es gab keine Leichen. Sie waren einfach weg. Wenn es ein Traum war, war er schmerzhaft real. Das sehe ich genauso. Ja, hier haben wir auf jeden Fall Revolvermunition gefunden. Und das scheint doch, als wären das nicht die einzigen Besessenen, mit denen wir es hier noch zu tun bekommen. Hier ist ein Zeichen auf den Stein gemalt. Und eine Truhe. Die wir öffnen können. Das Licht meiner Taschenlampe enthüllte schaurige Graffitis. Jemand hatte in ihrer Nähe eine Kiste versteckt. Mit einer Leuchtpistole drin, die uns auch ziemlich nützlich werden könnte noch. Mann, oh Mann. Also das hätte sich Ellen nicht träumen lassen, dass das hier sein Urlaub wird. Da können wir dagegen treten. Okay, und dann geht hier der Strom aus und wir können hier rüber. Der dunkle Wald war der letzte Ort, an dem ich sein wollte. Aber ich hatte keine Wahl. Ich musste zur Tankstelle. Wow. Ey, ich hab gesagt, verpiss dich hier. Scheiß Besessene. Ja, und wir können ja mit R unseren Revolver in dem Fall oder unsere Waffen generell aufladen. Und wenn wir ganz schnell hintereinander R drücken, dann können wir das auch im Notfall viel schneller aufladen, wie wenn wir ganz normal unser R drücken. Hier ist noch eine Manuskriptseite. Will ich wissen, was sie uns enthüllt? Nicht sicher, aber wir schauen uns das mal an.
Ja, hier ist auf jeden Fall eine fehlende Seite eingezeichnet, das aber nicht, weil wir die vergessen haben, sondern das Zeichen wird auch hier unten erklärt. Diese Seiten finden wir nur im Albtraummodus. Das heißt, wir haben jetzt hier diese Seite und was sie uns enthüllt, gucken wir uns doch gleich mal an. Ich hörte sie, bevor ich sie sah, wie sie vom Himmel schossen und kreischend näher kamen. Ich wirbelte herum, gerade als die Wolke über mir war. Kurz starrte ich in 100 tote Augen, glitzernde schwarze Perlen in der Finsternis. Ich hob die Taschenlampe und der Schwarm explodierte wie ein Silvesterkracher. Federn verbrannten zur Asche. Ihre Schreie überdeckten meine eigenen. Bah, wieder diese Krähen. Also ich mag die Viecher nicht. Aber es scheint, wenn wir der Seite Glauben schenken können, dass wir es mit denen hier auch noch zu tun kriegen. Nicht sicher, ob wir das möchten. Hier geht's weiter. Okay. Ich habe gerade noch ein bisschen Probleme hier mit der Steuerung. Weil das ist auch nicht meine Maus, mit der ich hier spiele. Wow! Autsch. Was zum Teufel war das? Das frage ich mich auch. Irgendwas stimmt hier auf jeden Fall nicht. Aber ich hoffe doch, dass wir da irgendwie noch zu einer Lösung finden, wenn wir hier erstmal aus dem... Als ich den Fluss sah, machte irgendetwas in meinem Kopf. Ich erkannte, dass ich ihn überqueren musste. Ich wollte das Wasser nicht einmal ansehen. Okay. Ja, hier müssen wir jetzt auf jeden Fall rüber. Ich bin jetzt einfach mal ein bisschen vorsichtig, weil ich hab's bei diesen Bäumen nicht so mit der Steuerung und das ist ja dann eigentlich prädestiniert, hier so richtig schön runterzufallen. Aber das wollen wir ja nicht. So, wo geht's denn hier weiter? Müssen wir hier lang? Wir können auf jeden Fall hier lang. Das versuchen wir doch gerade mal. Aber so richtig wohl fühle ich mich hier nicht, denn... Ja, Stucky ist immer noch irgendwo da draußen. Und lauert auf uns. Hier ist noch eine Manuskriptseite. Die schauen wir uns gleich mal an. Wake findet Seiten. Zunächst fand ich die Seiten wie zufällig. Das Buch, an das ich mich nicht erinnern konnte, war entweder eine schreckliche, wahre Prophezeiung oder ein Schöpfungsakt, der die Welt verändert hatte. Ich fing an, den Seiten nachzujagen, denn sie bargen die Antwort zu dem Rätsel. Mit ihr konnte ich mich retten. Mit ihr konnte ich Alice retten. Die Seiten sind also hier eine Hilfe in unserem Kampf um Alice. Wir wissen immer noch nicht genau, was mit Alice passiert ist. Ja, die Geschichte kommt eigentlich nicht wirklich zusammen. Irgendwas stimmt hier nicht. Und wow! War das jetzt Stucky? War das überhaupt jemand oder haben wir uns das eingebildet? Der Kerl ist einfach wieder verschwunden. Stucky war immer noch dort draußen, in der Dunkelheit. Er verfolgte mich. Ich weiß, und das ist gar nicht gut. Ich fühle mich hier echt alles andere als sicher und hier ist Munition, was auch nicht gut sein kann. Hier passiert doch gleich irgendeine Scheiße. Nein, ich will nicht. Wow! Der wirft hier mit Äxten oder... Wow! Autsch. Die werfen beide. Ihr denkt wohl, ihr seid ganz cool, ha? Huh? So, hier laden wir noch mal ein bisschen schneller nach. Diese Besessenen. Die gefallen mir gar nicht. Okay, und hier sehen wir wieder ein Zeichen. Das hat uns vorhin geholfen. Ich würde sagen, wir gehen dem Ganzen auch noch mal nach. Hier hoch. Das machen wir doch mal. Ja, wenn wir uns erinnern, wir haben das letzte Mal, als wir diesen Zeichen gefolgt sind, die Leuchtpistole gefunden. So verkehrt kann das also gar nicht sein. Wer weiß, mit wie vielen Besessenen wir es hier noch zu tun kriegen. Da hilft jeder Schuss. Ja, und hier ist wieder eine Kiste. Mit Batterien. Das ist nicht verkehrt, würde ich sagen. Weil wir können auch gar nichts mehr tun, um die Besessenen irgendwie zu retten oder zu befreien von dem Dunkel. Wir haben es ja gesehen, wir können einfach nur draufhalten und sie töten, ob wir wollen oder nicht.
Hier scheint es nichts mehr zu geben, okay. Aber verdammt, dass die Orte immer so gruselig aussehen müssen. Ich bin nicht sicher, ob ich hier sein will. Oder ob Ellen hier sein will. Denn wir wissen ja, Stucky ist immer noch irgendwo hier draußen. Ich musste einen anderen Weg nach oben finden. Ja klar, das wäre jetzt auch zu einfach gewesen, hier einfach hochzulaufen. Ah, aber hier ist ein Emergency Case. Mit Revolvermunition und Batterien. Ja, und wir können nur maximal 42 Ladungen für den Revolver tragen. Leider. Es gab keinen Strom. Irgendwo beim Holzlager musste ein Generator sein. Ja, natürlich. Das sieht ein bisschen so aus, als könnten wir hier hin. Nicht sicher. Ja, ich hab gewusst, dass ihr kommt. Ihr haltet euch echt für ganz cool, ha? Autsch. Hey! Ihr bleibt mal schön zurück hier. Ja, ein bisschen schneller nachladen wäre auch nicht schlecht. Bam! Die mich erschreckt. Gut, aber hier musst du auch eigentlich überall mit rechnen, dass hier irgendwelche bekloppten Besessenen rumlaufen. Und den hier können wir einschalten, Gott sei Dank. Ja, also Ellen hat sich hier noch nicht ganz dran gewöhnt, aber wir werden es noch öfter mit diesen Besessenen zu tun kriegen. Und hier ist eine Manuskriptseite. Fernseher in der Tankstelle. Ich betrat die Garage der Tankstelle. Dort war es dunkel und still. Es herrschte Chaos. Es sah aus, als habe jemand den Ort verwüstet, als habe hier ein Kampf stattgefunden. Durch eine Hintertür drang Licht in den Raum und ich ging auf sie zu. Ohne Vorwarnung blendete mich ein grelles Licht. Ein alter, tragbarer Fernseher auf einem Regal war wie von selbst zum Leben erwacht. Es war unmöglich, doch ich sah mich auf dem Bildschirm, wie von Sinnen redend. Okay, wir sehen uns selbst. Das ist auch ein bisschen creepy. Aber ich würde mal sagen, das, was wir hier überleben, was wir hier erleben, das ist eigentlich kaum zu überbieten. Es ist auch gut, dass wir hier ein Jagdgewehr gefunden haben. Es hat ein bisschen mehr Wumms. Und ich fürchte eigentlich fast, dass wir das auch brauchen werden. Wer weiß, was hier an Besessenen noch auf uns zukommt. Den schalten wir mal ein. Okay, dann können wir hier das Ding bewegen und uns so einen Weg schaffen, um hier rüber zu kommen. Können wir, glaube ich, so lassen. Dann müssen wir hier irgendwie hoch. Okay, über die Leiter. Und was dann? Erstmal schauen wir, dass wir hier drüber kommen. Ja. Epic Fail, Ellen. Das machen wir doch gleich nochmal. Aber gut, kann man nicht böse sein, dem armen Kerl. Das war doch jetzt schon alles ein bisschen viel hier. Einmal rüberspringen. Das ist alles ziemlich wackelig. Nicht sicher. Aber wir haben es geschafft. Wir sind auf der anderen Seite. Und ich gucke hier gerade nochmal, aber wir haben hier keine Manuskriptseite. Aber wir können ein bisschen Dosen schießen. Das muss doch auch mal sein. Kontrollpunkt und Schrotflintenmunition. Das ist gar nicht falsch. Und hier haben wir ein Radio. Immer noch mit Pat Main. Ich sage euch, was für eine Nacht. Ihr liegt vermutlich fast alle schon im Bett, aber wenn ihr noch wach seid, gönnt euch was Gutes. Geht einfach kurz vor die Tür und atmet tief. Ja, und rennt in die Arme eines Besessenen. Die Nacht ist absolut ruhig, der Himmel kristallklar. Es ist, als würde auch der Wald ganz ruhig atmen. In welchem Wald lebst du?
Ja, ich glaube, wenn der gute Padmaine wüsste, was hier los ist, dann würde er die ganze Sache ein bisschen anders sehen. Ja, und hier in der Ferne sehen wir auch gleich wieder ein Zeichen am Felsen und eine Manuskriptseite. Wir schauen uns hier auch noch mal um. Bestimmt, Tobi liebt Hasen. Na, bestimmt. Also, ich dachte, wenn irgendwer Tobi sieht, könnt ihr ihn einfangen. Ah, eine Kiste mit einer Leuchtpistole. Ich bin hier zurückgelaufen, aber wir waren ziemlich weit weg und er ist einfach losgeprescht. Ein großartiger Hund, aber manchmal ist er etwas dumm. Ja, Maurice, jetzt haben wir es alle gehört. Ich hoffe, Tobi ist bald wieder da. Ja, danke, Pat. Gute Nacht, Maurice. Ja, okay. Also wir sehen, hier ist auch ein Hund entlaufen. Ich hoffe einfach mal, dass wir den nicht in der einen oder anderen Form hier später finden. Denn wer weiß, wo hier die Besessenen noch unterwegs sind. Ja, und ich würde sagen, die Manuskriptseite da vorne, die holen wir uns im nächsten Part. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid und dann einfach mal bis zum nächsten Mal. Ciao!